guten Tag, Sportsfreunde. Es sind wieder 4 Wochen ins Land gegangen. Ich hoffe, der Spargelsalat zum Essen hat geschmeckt. Ging ja bestimmt auch sehr schnell und war lecker. Jetzt kommt bestimmt die Zeit wieder, wo Sie mit der Mannschaft oder mit Freunden zu Hause auf dem Balkon oder im Garten grillen. Ein Salat stelle ich Ihnen heute vor, der sehr, sehr schnell geht. Pro Portion ca. 140, 150 Kalorien hat. Also da können Sie ruhig auch mal eine doppelte Portion zu sich nehmen, vor allen Dingen unsere Damen. Und er geht sehr, sehr schnell. Ich habe hier einen Topf mit ca. 1/2 Liter Wasser, Reiswein, Salz und eine Hühnerbrust. Dies ist eine Hähnchenbrust, können Sie nehmen, wie Sie möchten, je nachdem, wie viel Sie brauchen. Wir legen diese Hühnerbrust oder Hähnchenbrust in das warme Wasser hinein, fügen den Reiswein dazu, eine Prise Salz und bringen das zum Kochen. So, wie für jeden Salat brauchen wir eine Soße. Wir nehmen dazu Senf. Ich habe hier jetzt groben Senf. Das ist Geschmackssache. Sie können auch normalen Tafelsenf nehmen oder Dijon-Senf. So viel, 2-3 Löffel. Dazu etwas Sesamöl. Etwas Sojasauce. Eine Prise Salz. Und Reisessig. Wenn Sie keinen Reisessig bekommen, im Asialaden oder was, kann man auch Weißweinessig oder irgendwas beliebigen. So, rühren das schön durch. So, auf dieses Brett aus Chinakohl kommen jetzt unsere Mungabohnen-Sprösslinge, die ich ganz kurz blanchiert habe, damit ein bisschen der Bitterstoffe entzogen werden, und richten die jetzt auf diesem Brett etwas schön sternförmig an. Das ist zwar etwas Arbeit, aber wie ja das bekannt ist, das Auge ist mit. Und machen uns jetzt einen dichten Ring mit diesen Sprösslingen auf diesem Chinakohlbett. Was lange wird, wird endlich gut. Wir haben jetzt unsere Sprösslinge auf dem Chinakohl angerichtet und gehen jetzt weiter. Unsere Hähnchenbrust ist gekocht, habe die mittlerweile in so Pommes frites große Stäbchen geschnitten. Werde die jetzt in unserer Marinade aus Senf, Sesamöl und Reiswein machen. Und wir richten die jetzt hier oben auf unserem Salat an. Da wir ja nur ein bisschen Senf und ein bisschen Öl drin haben, ohne Mehl, ohne Stärkemittel, ist es auch eine sehr kalorienbewusste Geschichte. Haben jetzt die Streifen oben drauf angerichtet, geben an der Seite ein paar Karottenscheiben oder Paprikascheiben als Garnitur und auch fürs Auge dabei, überstreuen das wieder mit schöner, frischer Petersilie und geben von dieser Soße noch etwas um den Salat herum. So, wie schon erwähnt, 150 Kalorien pro Person. Ich glaube, eine ganz schmackhafte Sache. Ein Salat mit Hühnchenstreifen und Senf. Ich wünsche guten Appetit.